Zeitung austragen. Ihr könnt mal gucken, wir haben draußen was Tolles vorbereitet. Ja. Einmal American Paperboy spielen. Das kann ich, das habe ich früher auch gemacht. Sehr schön, ja. Das sehen wir gleich draußen. Also, drei steht es. Wir sind bei Spiel Nummer 4. Zeitung austragen mit dem Fahrrad. Müsst ihr jetzt 5 Zeitungen fahrend in die jeweiligen Hauseingänge werfen. Wer mehr Treffer hat, gewinnt den Durchgang. Pro Durchgang habt ihr 30 Sekunden Zeit. Bei Gleichstand gewinnt, wer die Runde schneller gefahren hat. Also wenn beide dreimal getroffen haben, gewinnt der, der schneller wieder am Ziel ist. Also das heißt auf diese betonierte oder scheinbar betonierte... Achso, okay. Genau. Ich zeige euch gleich. Du zeigst es, du fährst selbst. Nein, schade. Ich demonstriere euch das so. Sollte einer die Zeit überschreiten oder mit einem Körperteil den Boden berühren, das dürft ihr nämlich auch nicht, also kein Fuß auf dem Boden, ist das eine Null für euch. Wer als erster 5 Durchgänge für euch für sich entschieden hat, gewinnt das Spiel, die Münze entscheidet und dann immer abwechselnd. Anfangen wird gleich Bulli. Ich zeige euch jetzt, was ein Treffer ist. Okay. Ihr könnt euch das wahrscheinlich schon denken. Genau auf diese betonierte Ablagefläche muss das Ding quasi landen. Das wäre ein Punkt. Wow, das wird schön weiß, ne? Es ist natürlich auch so ein Punkt. Ja. Klar, wenn er hier an der Kante ist, ist es ein Punkt. Okay. Aber sowas zum Beispiel hier, Rasen berühren, Boden berühren, kein Punkt. Okay. Sollte euch ein Kunstschuss gelingen wie das hier, kein Punkt. Oh. Ist nicht unten. Ah, okay. Gut zu wissen, das hätte ich nämlich gemacht. Also, es muss auf dieser grauen Fläche sein. Okay. Und Bulli fängt an. Tricky. Puh. Tricky, tricky. 30 Sekunden einmal rum, ja? 30 Sekunden einmal rum. 1, 2, 3, 4, 5. Ich darf aber schon sitzen, oder? Wenn es losgeht. Oder muss man da stehen? Du kannst schon drauf, ein Fahrrad drauf sitzen. Das ist gar kein Problem. Mhm. Darf ich schon in die Hand nehmen, das erste? Kannst du, wenn du möchtest. Aber du musst mit dem Vorderrad zurück also, auf die Linie. Mhm. Und durchfahren bedeutet auch mit dem Vorderrad hier über die Linie. Also ihr müsst keine Kurven fahren. Hier einfach geradeaus weiter. Okay? Ja. Bist bereit? Ja. Auf die Plätze, fertig. Wir kennen das aus amerikanischen Filmen oder Serien. Da sieht man das oft genug. Und die beiden, oder zumindest erstmal Bulli, ich kenne das wahrscheinlich auch nur von Schauen. Aber wobei, da war schon mal einer gut. Also auch das ein Spiel, wo man sich erstmal rantastet. Ein bisschen so von unten. Ja. Die Technik noch nicht ganz erfolgreich. Ein Treffer. Zeit hattest du noch eigentlich genug. Ach, das wäre jetzt interessant zu wissen. Wie du hättest jetzt noch 9 Sekunden Zeit gehabt. Ah, okay. Das klingt jetzt wenig, ist aber in diesem Spiel relativ viel. Also ein Treffer. Einer nur? Ja. Wenn du 2 Treffer hast, musst du eigentlich nur noch ins Ziel kommen. Innerhalb von 30 Sekunden. Aber der ist schon wieder im Tunnel. Der ist schon wieder total im Tunnel. Der hört gar nicht zu. Nee, der hat Hunger. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Voll, ich bin voll fokussiert. Gut. Was habe ich denn gesagt? Du findest mich gut. Was habe ich denn gesagt? Dass du mich gut findest und dass ich voll fokussiert bin. Und, ja. Also, wenn du 2 triffst, musst du eigentlich nur noch durchfahren. Ach so. Danke. Bist du soweit? Nein. Stück zurück nochmal bitte. Stück zurück nochmal bitte. So was? Ja, nee, noch ein Stück. Okay. Bist du... Ja. Warte. Ja. Okay, los geht's. Auf die Plätze, fertig. Ich gehe fest davon aus, dass er nicht verstanden hat, was er meint. Aber wenn er gut trifft, dann ist die Welt in Ordnung. Und das ist eine schöne Technik. Also ein bisschen aus dem Handgelenk raus, wie eine Frisbee-Scheibe. Und ich glaube, er muss ein bisschen auch auf die Zeit achten, oder? Jetzt auf die Zeit achten. Zack, sehr gut. Wobei, da sind die Treffer eigentlich da. Richtig klasse, da müsste man ein bisschen Gas geben. Die Gas geben, er muss Gas geben. Er hat nicht hingehört, oder? Doch. Boah, hat's geschafft. Hat gerade noch geschafft. Boah. Und die erste Runde geht an Rick. 4 Treffer, 1, 2, 3. Nur 3, ne? 3 war schon. 3. Ganz schön Zeit. 3 Treffer. Bitte? Bulli fängt, Quatsch, Rick fängt jetzt an. Ach so, okay. Ach so. Jetzt hat Bulli vielleicht ein bisschen gesehen, wie man es machen kann. Ja, ja, er hat sich viel Zeit gelassen, das mache ich jetzt auch. Aber nicht zu viel Zeit lassen. Ja. Bewegst du bitte deinen Drahtesel weg? Du meinst mein Eseldraht? Den Eseldraht weg damit. Okay, alle Zeitungen sind wieder da. Rick, du bist soweit. Auf die Plätze, fertig. Nur ein ganz klein bisschen schneller wäre jetzt kein Nachteil, wenn man nur knapp über 0 rüberfährt. Ja, aber wenn es keine Treffer gibt, bringt das natürlich auch nichts. Super, jetzt hat er wieder einen. 1. Leider an der Kante abgeprallt.
Der war leicht links und auch ziemlich kurz. Gucken, ob der was wird. Zeit sieht es gut aus, aber eben nur ein Treffer dadurch. Ein Treffer und noch 6 Sekunden Zeit gehabt. Bulli braucht jetzt also 2 Treffer. 6 Sekunden waren noch übrig? Ja. Ah, siehst du. Wenn er 2 Treffer hat, könnte er lang schön gemütlich durchfahren. Aha, neue Starttechnik. Okay, auf die Plätze, fertig. Wenn Sie die Restzeit gucken, also auch so ein bisschen an. Ne? Beim Gleichstand nach Treffern würden wir gucken. Wir messen also auch nur auf die ganze Sekunde. Kann also auch sein, dass es hier mal eine Nullrunde gibt, quasi. So, da haben wir den Treffer. Sieht also gut aus bei ihm. Habe ich schon 2? Ja. So. 2 reichen. Kann man aber trotzdem noch ein bisschen üben. Das ist ja kein Nachteil. Ja, ist ja Punkt gut. Für Bulli, der jetzt auch wieder anfängt. 1:1. 5 muss man gewinnen. Aber auch hier schnaufen beide schon, obwohl es nur Fahrradfahren ist. So, ich bin wieder dran. Ja. So, ich weiß jetzt, wie es geht. Okay. Man muss einfach nur werfen. Auf die Plätze. Fertig. Ja, was heißt hier? Nur Fahrradfahren ist eine ganz schöne Strecke. Ja. Und eine Kurve immerhin so. Sehr, sehr gut. 2 ist hier runtergerollt. Oh, das fällt von oben runter. Richtig stark hier. Wird es einen Durchlauf geben? Nein, schade nicht. Nicht der komplett. Hinten fehlt ein bisschen die Kraft, aber trotzdem stark. Ja. 3 Treffer. Das war gut. Und 9 Sekunden übrig. Also sogar eine schnelle Runde gefahren. Das ist tatsächlich jetzt für Rick eine Ansage. Rick, Hose rutscht. Du musst eh zurück nochmal hier. Na. Okay, alle Zeitungen wieder eingesammelt. Rick ist konzentriert. Auf die Plätze, fertig. So, die Technik konnte er jetzt mal studieren bei Bulli gerade. Macht es wieder ein bisschen gemütlicher. Ja, aber links. Man darf nicht vergessen, ein bisschen so ein... Ah, na, er fährt ja auch noch dabei. Ja? Er müsste vielleicht ein bisschen rechts... Er hat eine Zeitung verloren. Er hat eine Zeitung verloren. Nein, das war es also leider nicht. Der nächste Durchgang, ein Bulli. Was hast du gemacht? Die Zeitung verloren. Warum? Weil ich ein schlechter Zeitungsausträger bin. Hast du 2 in der Hand gehabt? Oder warum ist das ist mir irgendwie mit rausgerutscht. Ja. So, was heißt das jetzt? Rick fängt an. 2:1 für Bulli. Ja, immer abwechselnd. Oh, ich habe das Spiel immer noch nicht begriffen. Also Starter dann immer abwechselnd starten. Okay. So, das Fahrrad steht wieder im Weg. Ja, 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 ja. Zeitung da, ja. Also 2:1 für Bulli. Auf die Plätze, fertig. Also da muss er jetzt dran denken, ne? Dass sie immer so ein bisschen links waren. Er muss versuchen, ein bisschen weiter nach rechts zu werfen. Nee, und macht es wieder falsch. So einfach ein bisschen weiter nach rechts. Das 2. Mal. Er wird vielleicht hier bekannt als der Mann, der auch nicht zuhört. So, oder? Ja, jetzt war er noch zu kurz. Hat das wieder eine Nullrunde oder wenigstens noch so einen Ehrentreffer hinten raus. Wer weiß, wofür der gut ist. Nee, immer links drüber. Ich sag mal so, das war nichts. Das war nichts. Bulli braucht eigentlich nur einen Treffen und kann dann gewinnen. Der braucht sein Zeitmoppet, dann geht's. Ja, scheiße, wieso hab ich kein Zeitmoppet hier? Na gut. Wie steht's eigentlich? 2:1 für Bulli. Richtig. Aber also wenn er jetzt gewinnt, hat er gewonnen. Nee, 5 Durchgänge muss man gewinnen. Ist noch lange nicht zu Ende. Alles noch drin. Okay, auf die Plätze, fertig. Ja, wesentlich besser. Das kann also eigentlich schon gemütlich geht dort rechts auf die, genau. Ist eigentlich schon gewonnen, dieser Durchgang. Wie gesagt, da kann man noch ein bisschen üben. Ist ja kein Nachteil. Vielleicht den letzten noch mal so aus Spaß. Ein bisschen kurz. Aber Überheblichkeit. Hochmut kommt vor dem Fall. Kommt vor dem Fall. 3:1 jetzt für Bulli. Bulli fängt jetzt an. Oh. 5 muss man gewinnen. 2 brauchst du noch, Bulli. 2 muss Bulli noch. Rick hängt ein bisschen hinterher, aber... Ach, da ist ja eine Kamera. Ja. Muss ich ja aufpassen, dass ich nicht ganz so dämlich gucke, wenn ich das mache. Ne? Zu spät. Wie, habe ich dämlich geguckt? Ja, hier ist eine Kamera, musst du aufpassen. Kannst nicht immer so gucken dann. Ist schon zu spät. Ja. So. Ich werde schon treffen, keine Sorge.
Sätze fertig. Also, rein von der Technik und vom Verständnis des Spiels sieht das gut aus, was Bulli hier macht. Aber vielleicht kommt gleich der ganz neue Rick. Wir werden es sehen, ja. Und Fehler erst einmal beim Meister. Hier, zwei Treffer, kann schon ganz viel wert sein. Der wieder ein bisschen zu kurz. Zwei Dinger drin, Zeit auch alles gut. 9 Sekunden, die Welt für Bulli in Ordnung. Noch. Noch. Aber die beiden trifft er meistens, ne? Ron, den ersten und den vierten. Okay, also, jetzt 3 solltest du treffen, 2 und schnell durchfahren, dann hast du den Durchgang gewonnen. Ne? Okay. Rick hört mir zu. Ich erinnere nochmal dran, dass die bei Rick immer ziemlich weit links waren. Ja, so weit links. Was man links da vielleicht machen kann, wenn man immer zu weit links ist. Auf die Plätze, fertig. So, auf geht's. Denn es geht hier immerhin um 100.000 Euro. Oh nein. Und da ist er wieder. Ja, weiter links. Also vielleicht hat er es genau verkehrt rum versucht hier zu korrigieren. Aha, zu kurz. Aber dafür trotzdem links. Nee. Also, das wird nicht die zweite Karriere des Rick Kevanian. Da bin ich mir relativ sicher. Nee. Eieiei. Scheiße! 4:1 für Bulli. Rick fängt jetzt an. Das könnte also jetzt der letzte Durchgang sein. Und mich wundert das ein bisschen. Rick war in der ersten Runde so gut. Ja. Der erste Durchgang. Irgendwie habe ich meine Technik dummerweise geändert und weiß nicht mehr, wie ich damit angefangen habe. Du bist schön blöd, ne? Immer zu weit links. Ja, ja, aber sag das mal meinem Körper. Noch ein bisschen zurück, bis auf der Linie. Ja. Okay. Vielleicht der letzte Durchgang. Wir schauen einfach mal auf die Plätze. Fertig. Also Spielball-Durchgänge. Rick muss jetzt also alles gewinnen. Und in erster Linie den allerersten. Ja, wieder links. Ansonsten sieht er das gar nicht schlecht aus, was er hier macht. Mein Gott. So, ja, und dann haut er einen nach rechts und wird irgendwann sagen, ja, du bist schuld. Nee, da, hier, hallo. So, eine liegt da. Ah, shit. Mhm. So, jetzt noch eine zweite. Wie gesagt, vielleicht treibt er ja Bulli in einen Fehler. Nee, auch wieder nach links. Da wird er heute Nacht davon träumen. Das glaube ich auch. So, jetzt möchte ich die Gedanken von Bulli gerne wissen. Ah, es war nur einer. Das kann man doch schaffen. Ich habe den Matchball. Einer, das muss ich schaffen, das muss ich haben. Ja. Aha, Torschusspanik. Auch also, peinlich. Wenn du 2 triffst, ne? Ja. Eigentlich nur. Einen hat er getroffen. Einen hat er getroffen. 2 Treffen, kannst du gemütlich durchfahren. Ja. Auf die Plätze. Fertig. Also bei allem, was wir bisher gesehen haben, ja, und so geht es auch weiter, muss das hier eine Triumphfahrt werden eigentlich. Und da haben wir sie schon. Jetzt kann er also schon jubeln, er muss natürlich noch in der Zeit durchs Ziel. Also, ja, den Spaß macht er sich hier auch. Eine Haltungsnote gibt es auch noch eine gute. Die Fahne ist ein guter Zeitungsaufträger. Er macht noch die Fahne wie. Ist auch ein bisschen arrogant, kann ich das jetzt nicht. Aber gut. Jetzt kommen ja noch ein paar Spiele. Es kommen, oh ja, es kommt noch ein bisschen. Aber eine gute Taktik, immer sehr gut getroffen tatsächlich. Damit 5. Durchgang für Bulli und er gewinnt Spiel Nummer 4. Und jetzt haben wir eine neue Punktezahl. Das ist doch 7:3 für Bulli. Sag mal, das hat dir doch gerade gefallen, was du gesehen hast. Oder. Also, sofort bitte YouTube-Kanal, Abonnement, sonst bist du nicht dabei, versteht? Bist du raus im Trend raus und dann.